Oder lass es. Aber nerv mich nicht. Was geht denn schon wieder alle? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz jetzt schon wieder hier, oder? So. Und wahrscheinlich auch jede Menge Verbündete an Schwierigkeiten. Ich komme dir jetzt nicht entgegen, obwohl ich hole ein Auto und dann komme ich. Ist okay. Weiste. Ah, hätte ich hier nicht einen Außenposten draus machen können? Naja, gut. Oh, was? Boah. Der hat mich gerade richtig erschrocken. Dass er da einfach so hinter dem Ding stand. Kann ich nicht Markus schon auswählen hier? Wechseln zu? Gut. Achso, seine Axt war ja hinüber, aber sonst hat er alles. Gut. Was bist du denn für einer? Ich glaube, es geht los. So. Hallo, das ist unsere Basis. Penner. So, dann gucken wir mal schnell. Verbündete an Schwierigkeiten. Und es wird wieder Tag. Ich weiß nicht, ob wir noch... Wir brauchen definitiv noch... ein paar Sachen. Wo ist denn hier der nächste Punkt, was der gesagt hat mit von wegen Materialien? Ach, der hat mir jetzt den alten Punkt nochmal angezeigt oder was? Schweinehund. Ne, hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Ich wollte hier geradeaus. Oh, ich glaube, der hat nicht mehr überlebt. Ich habe die Befürchtung, es war zu spät. Weil da liegt ein Rucksack. Bevölkerung steht zwar noch 14. Jacob geborgen. Verbündete an Schwierigkeiten. Wer liegt hier? Durchsuchen. Militärmoonkiste, Codein haben wir. Die MK-Granate. Gut, aber ich wollte jetzt erstmal hier weiter. Materialien besorgen. Wer ist das denn? Ist das einer von den Wilkersons? We could probably beef up our defenses. Wer bist du? Ach so. A few more outposts would give us more of a safety net. Ja, wir machen noch mehr Außenposten. Keine Sorge. Ich habe es nicht vergessen. Falsch gehandhabte Waffe, sie ist einfach losgegangen. Toll. Wir machen hier nachher noch einen Außenposten draus. Weil hier die Außenposten haben wir ja. Ablenkungsmission. Hey. Aber was gucke ich denn hier die ganze Zeit? Ich würde sagen, wir tauschen mal das Auto gerade.
bin zwar nicht so der Limo-Fan, also von so Autos bin ich eh kein Fan, aber gut. Ach, immer diese Horde. Ach so, hier seid ihr. Schön im Sonnenuntergang. Ach, das Auto hier gibt's auch noch, ne? Das steht hier. Oh, come on. Für was besorge ich mir eigentlich neue Autos, hm? Verratet mir das mal. Endspiel, die Mauer. Okay, da gucken wir jetzt mal. So, das kann gern noch jemand abholen. Ich nehme auch eins mit. So. Ach, hier, das Taxi sieht doch noch gut aus. Sogar sehr gut. Nehmen wir... Was habe ich denn im Moment für eine Mission? Tatsache, hier geht schon. Verlasse Trumbull Valley. Das wird doch nicht das Ende des Spiels sein. Wir bringen gerade noch die Sachen weg. Und dann gucken wir mal. Weil das wäre ja jetzt der Wahnsinn, wenn es schon zu Ende wäre. So, dann wollen wir mal. Aber die Strecke ist echt kurz. Also verhältnismäßig. Möp, möp, Taxi da, Taxi ist hier. Wupp, wupp, wupp. So, den packen wir jetzt einfach mal so hier. So. I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Du hast ein großes Essen gekocht. Großes Essen. So, dann bringen tun wir das mal weg. Wir haben hier eine Granate, wir haben noch hiervon was. Wir nehmen noch 64 Snacks. So, dann nehmen wir noch ein paar Aspirin mit. Man weiß ja nie. So. Aber wir hatten noch was. Na egal. So, dann snacken wir uns jetzt das Taxi. Und gucken jetzt mal da oben, wo die Mauer. An die Mauer, was da los ist. Ablenkungsmission, wer ist denn hier unterwegs? Summer, wenn die mal eben zurückkommt. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber sie ist halt nicht die erfahrenste Kämpferin. Huch, hier wollte ich gar nicht hin. All's Livery, okay. Das steht auf dem Auto, falls ihr es nicht gelesen habt. Naja, auf jeden Fall beeile ich mich jetzt mal. Nicht, dass hier noch so viele Horden kommen oder sowas. Ah, auf einmal geht die Story-Mission so ewig schnell weiter. Und letztes Mal haben wir ewig auf den Sergeant Eric gewartet, dass der überhaupt mal was macht. Aber hey, ist okay. Arschloch. Ohne Spaß macht. Haben wir eigentlich eine Schusswaffe? Ja, haben wir. So, da wären wir. Na, hier ist ja Meeting. So. Okay, Barriere sprengen? Ja, dann machen wir das. Alright, I'm gonna set the charges. Cover my ass. I'm guessing nobody else here knows how to set blasting charges, so they'll actually take down the barricade without collapsing the pass. Ja, gib noch ein bisschen an. And we're done building. You coming home for the ribbon cutting? Ja, die Schlafbaracken sind fertig. Hey, aber wir wechseln jetzt schon mal hier, wenn wir den verteidigen sollen.
Oh. Habt ihr denn alle kein Walking Dead geguckt, dass man Munition sparen soll? Ist einfach so. Kommt her. Tja, Marcus hat's halt einfach drauf. Oh, da ist ein Fetter. Ah, ist schon tot. Boah, dich erschieße ich, bevor du kommst. Oder versuche es zumindest. So. Wir sind so viele Leute. Warum kommen einfach nicht mal alle mit? Wir haben Waffen für alle. Kommt da irgendein Special-Zombie? Oh, hier ist irgendwas Dickes oder so. Wunderbar, in den Kopf geschossen. Räume den Explosionsradius, okay. Ja, sprengt, los. Well, shit. What happened? Let me put it in technical terms. No boom. Must be a problem with a detonator. Toll. Ja, jetzt müssen wir den noch weiter beschützen hier. Oh, die könnte man nachher mal ausprobieren. Einfach mal aus Spaß. Für was laufe ich eigentlich? Ah, hier ist noch jemand. Ihr schießt ganz schön gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Läufer eingetroffen. Suche beginnt. Ja, such du. Ich mache hier in der Zeit die wichtigen Sachen. Kommt eine Tüte Chips. Kann keiner verwehren hier. Oh, da ist schon wieder einer von den Schnellen. Oh, oh, jetzt ist die Waffe auch noch leer. Okay. The detonator's shot, or else the receiver is. Bottom line, there's no way to blow this thing from a safe distance. Das ist schlecht. Can we just shoot it? Set it off that way? Wäre jetzt auch meine Idee gewesen. This is C4 we're talking about here. You can light it on fire and it won't go off. It only detonates if you hit it with an electrical current. Oh, das wusste ich nicht. What? We're trapped? Well, unless somebody walks up to the bomb, rips the electrical leads out of the detonator and jams them into the charge by hand, yeah. I'll do it. What? I'll set it off. No, look, you can't. I'm living on borrowed time as it is. It's not like anyone's still making the meds I need, right? Please. I'd rather go out like this than lying delirious in a bed somewhere. Okay. Sorry, kid. If we're going by who's dying first, I got you beat by at least a few months. Besides, you wouldn't even know which end of the wire to strip. You sure about this? Christ, no. I want to live. But, well, since that's not looking too likely, I might as well be the guy you tell your grandkids about. Ja, ist, ja, dann. Tut mir leid für ihn. And you assholes better build a statue of me. Dann gehen wir mal aus dem Explosionsradius. Okay, der ist definitiv tot. Lily, we don't have the time. Just a second. Hm? What is that? I wanted to leave something behind. Ich hab nichts gesehen.
Even if nobody knows what it means but us, they deserve to be remembered. Das stimmt wohl. Verlasse Trumbull Valley. Was hat sie denn? Mother of God. What do we do now? We go to work. 20 Einfluss für den Tag. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken. Ich lasse den Abspann noch durchlaufen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, das hoffentlich sehr bald kommt. Ich danke fürs Zuschauen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.